Hallo, ich bin Clara. Und ich bin Jasper. Wir befinden uns gerade in Bonn. Und wir wollten jetzt Passanten befragen, was deren Meinung zum Thema Religionsfreiheit ist. Viel Spaß und los geht's! Ich bin da eigentlich sehr frei. Ich bin selber gegen Niqab halt, obwohl ich selbst Muslimin bin. Ne? Ist seit Geburt Teil meines Lebens. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, das sehr demonstrativ in der Öffentlichkeit auszuleben. Also Religion finde ich gut, Kirche eher weniger. Und jeder sollte selbst entscheiden dürfen, ob er religiös ist oder nicht. Gibt es meinem Leben einen Sinn? Das zwingt mich dazu, Entscheidungen zu überdenken, weil ich nicht der Meinung bin, dass wenn ich tot bin, sozusagen alles egal ist, was ich jemals gemacht habe, sondern dass das eine Rolle spielt. Es gibt eine aggressive Form der Präsentation, wo ich vermute, dass da politische Absichten hinterstecken. Das mag ich überhaupt nicht. Die Menschen sollen sich zusammenschließen und nicht gegenseitig erschießen. Also ich finde, es sollte selbstverständlich sein, dass Muslime mit Kopftuch in der Öffentlichkeit sich behaupten können. Ja, die ganze Kirche sollte wie die Regierung auch sich mal langsam verjüngen. Es ist nicht so mega wichtig, dass ich jetzt auch jeden Sonntag in die Kirche gehen würde, aber irgendwie finde ich schon an etwas Höheres zu glauben schon wichtig. Aber das ist in dieser Welt leider nicht so, dass so viel Toleranz herrscht. Weil Religionen werden so dermaßen missbraucht. Die Menschen haben viele Vorurteile im Kopf. People should choose what they choose to believe. Schon wichtig. Also ja, bin so erzogen und lebe auch danach. Wie finden Sie es denn, wenn Leute offen religiöse Symbole tragen? Ja, da habe ich eigentlich auch nichts gegen. Wenn das nicht aufdringlich ist in irgendeiner Weise, also das ist mir egal. Ich würde es für mich nicht machen, aber ich habe nichts dagegen, nein. Und dass die Katholischen vielleicht auch ein bisschen, weil ich finde, dass die auch ein bisschen blöd sind, sich verändern und vielleicht jetzt nicht, weil ich glaube schon, dass das stimmt, dass die auch Kinder manchmal vergewaltigen und so. In Bezug auf Religion, dass jeder seine Religion so leben kann, wie er möchte. Also. Solange es keinen anderen schadet. Mehr Liebe zu den Mitmenschen, würde ich sagen. Ja. Das reichte schon. Peace and love. Also Jasper, was ist dir denn so aufgefallen hier? Mir ist aufgefallen, dass ziemlich viele Leute verschlossen waren. Und sobald sie die Kamera gesehen haben oder gehört haben, um welches Thema es geht, dass sie dann einfach weitergingen. Das stimmt. Sobald das Thema Religionsfreiheit zur Sprache kam, war so, ja, nee, wir haben doch keine Zeit. Und das fand ich ziemlich schade. Aber es gab auch ganz viele Leute, die sehr offen und ehrlich mit uns ihre Meinung geteilt haben. Das stimmt, ja. Das hat mich überrascht. Und sie haben einfach auch gesagt, was sie stört und wovor sie Angst haben oder was auch die Grenze ist zu dem, ja, es ist zu viel oder das möchte ich nicht mehr. Und das fand ich gut. Das ist Clara und ich bin Jasper und wir waren in Bonn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.